Nature Trails Team. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, euch eine Homepage samt Shop zu kreieren, wo ihr nur Futter, Equipment und so weiter findet, welches ihr ganz getrost eurem Hund füttern bzw. umlegen könnt. Wir unterscheiden uns von vielen anderen Online-Shops da auf dem Markt, weil wir wirklich nur das empfehlen, was wir selber benutzen und benutzen würden und sonst nichts anderes, nur weil es Kooperationskohle verspricht. In der kostenlosen Futterberatung, die wir für euch anbieten, kommen auch immer mal wieder Fragen rund um das Thema Erziehung oder irgendwelche Probleme mit eurem Hundi. Zum einen hat das Verhalten eures Hundes schon auch was mit Futter zu tun. Ich verlinke mal ein Video oben in der Ecke, was ich wirklich selber ganz gut finde, weil da habe ich echt viel recherchiert und viel rausgefunden, was mich selber geschockt hat, wie sehr die Ernährung von uns und auch unseren Hunden unser Verhalten, unsere Emotionen und so weiter beeinflusst. Aber wie gesagt, das seht ihr in dem Video. Zum anderen gibt es einfach viele, 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 viele Vorurteile da draußen, was ein Hund alles leisten muss den Tag über, was ihr mit eurem Hund leisten müsst an Erziehungsarbeit. Und deswegen geht das heutige Video mal ganz kurz darum, wie viel Erziehung braucht mein Hund denn eigentlich wirklich? Viele denken, man muss sich jeden Tag eine Stunde, zwei Stunden irgendwie Zeit nehmen für seinen Hund. Dann setzt man sich hin, wie in der Schule, dass man das gelernt hat, bei den Zweibeinern, dann übt man irgendwas. Und das ist dann die Erziehung. Da sind wir anderer Meinung. Bei uns ist Erziehung einfach im Alltag integriert. Und dieses im Alltag integriert sein äußert sich in allen möglichen Situationen. Zum Beispiel haben wir das Gehege offen, die Tür ist offen, die Hunde wissen ganz genau, da ist die Grenze und ich darf nur raus, wenn ich gerufen werde. Also auch wenn die Tür offen steht, habe ich nicht einfach rauszurennen. Andersrum, wenn wir jetzt ein paar Hundis drinnen haben und die sollen auf der Terrasse bleiben, wie jetzt gerade die Reven und die Kiko da drüben, wissen die, okay, erst wenn ich runtergerufen werde, darf ich da runter. Außer wenn sie mal Pipi machen müssen, dann dürfen sie rüber auf die Wiese gehen oder vors Haus Pipi machen, weil das ist natürlich wichtig, dass sie uns da jedes Mal Bescheid geben müssen. Wenn der Balkon offen ist, dürfen sie das auch. Das ist sehr wichtig. Und diese ganzen Alltagssituationen sind das, was das Training ausmacht. Also nicht extra hinsetzen und irgendwas üben, sondern einfach im Alltag. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Akira, weiß die Akira, okay, ich darf jetzt raus. Und ich muss jetzt nie anfangen, mit Akira irgendwelchen Mist zu üben, wie zum Beispiel jetzt Sitz und Platz oder sowas. Brauche ich nicht in der Situation, weil warum soll sie sich jetzt hinsetzen oder was auch immer. Sie will jetzt gerade gestreichelt werden. Ich will jetzt auch nie Geschirr anziehen oder ihr eine Leine ummachen oder was auch immer. Das wären Situationen, wo es vielleicht angebracht wäre, dass sie sich mal kurz hinsetzt. Dann ist es sinnvoll. Aber warum soll ich meinem Hund die ganze Zeit Kommandos geben? Damit macht ihr euch unglaubwürdig eurem Hund gegenüber. Und diese Alltagssituation zeige ich euch jetzt einfach nochmal auf einer anderen Ebene, zum Beispiel drüben auf der Wiese. Wir nehmen die Hundis mal kurz mit rüber. Kommt ihr? Na los, auf geht's. Akira, Ivy, Bonnie, Whisky. Whisky. Easy, langsam, 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 Spatz. Raven, Kiko. Und rüber mit euch. Und rüber mit euch. Super. Also jetzt wissen Sie, jetzt ist gerade Wiesenzeit und da ist quasi die Grenze wieder die Brücke. Und ich möchte, dass Sie jetzt erstmal auf der Wiese bleiben. Da haben Sie viel Platz, können sich austoben. Da drüben haben Sie noch einen Bach und so weiter und so fort. Und die können sich auf die ganze Wiese ausbreiten. Aber Sie kennen die Grenze. Wenn jetzt ein Hund rüberkommt, sage ich, ab rüber mit dir. Und das ist die ganze Erziehungsarbeit, die ich in dem Moment leiste. Also wir trainieren jetzt nie irgendwie stundenlang, wir bleiben jetzt auf der Wiese, sondern die werden einfach in der Situation, wo sie es übertreten, kurz korrigiert und dann passt es wieder. Zum Beispiel ist es auch diese Situation. Andere Situationen, ich filme sie euch ab und zu mal jetzt und zeige sie euch, sind zum Beispiel, wenn ich die Hundis rauslasse zum Pieseln, dass sie nicht einfach rausrennen wie bekloppt, weil draußen könnte ein Auto kommen, es könnte eine Katze vor der Tür stehen oder ein Vogelbaby oder was auch immer. Es könnte für denjenigen, der da draußen steht, gefährlich sein, Vogelbaby, oder auch für den Hund, Auto. Und von daher wissen die Hunde, bevor sie rausstören, sollen sie erst aufs Kommando warten. Ich gucke, ob alles frei ist und dann gehen sie raus. Außerdem ist es auch wichtig, dass man den Hunden auch beibringt, in manchen Situationen einfach easy ranzugehen. Also nicht einfach kopflos durch die Wand mit dem Kopf, sondern überlegt und vorsichtig, weil A, sind sie ansprechbarer, ne? Also ein Hund, der total hibbelig durch die Gegend rennt, ist schwieriger abzurufen als ein Hund, der vernünftig durch die Gegend läuft, gerade außerhalb der Tür. Und zum anderen ist auch Verletzungspotenzial, ne? Die stolpern, ausrutschen. Wir haben zum Beispiel auch überall Fliesen im Haus unten. Und da ist es halt so, dass sie, wenn sie da total durch die Gegend rammeln würden, könnten sie zum Beispiel auch besonders bei den älteren Hunden schnell mal ausrutschen, hinfallen. Ist bei älteren Hunden immer eine schwierige Situation. Also auch da
ganz allgemeine Alltagssituation rauslassen zum Pipi machen. Vernünftig. Whisky! Ja! Andere Situation bei Füttern. Hatten wir auch schon mal ein Video gemacht. Ich verlinke es euch oben auch in der Ecke. Wenn ihr das Essen hinstellt, das ist ja wirklich ein-, zweimal oder wenn ihr dreimal füttert, dreimal am Tag eine Situation, die ihr alltäglich habt. Die müsst ihr nie irgendwie extra trainieren, sondern die habt ihr jeden Tag. Ihr stellt das Essen hin, vielleicht müsst ihr noch irgendwie, wie wir, irgendwelche Pülverchen reinmachen oder irgendwelche Kräuterchen, besonders bei den älteren Hunden, vielleicht was für die Gelenke und so weiter. Dann rührt ihr um, macht vielleicht noch Wasser rein, vielleicht fällt euch ein, oh, ich will heute noch eine Möhre reinpacken, was auch immer. Und dann gebt ihr das Kommando, fresst oder guten Appetit oder hau rein oder was auch immer euch hier einfallen lasst. Gibt es ja auch die lustigsten Kommandos. Das ist eine ganz einfache Situation und viele unterschätzen total die Wirkung auf den Alltag. Also immer wieder unter YouTube-Videos oder auch im Gespräch mit euch habe ich immer wieder die Situation, wo es heißt, mein Hund hört nie auf mich, was kann ich tun? Und dann sage ich immer, probier doch mal diese ganzen Alltagssituationen aus, wo du einfach selber sagst, okay, Wuffi, wir haben da einfach unsere Grenzen, unsere Regeln, die ist wichtig für ein gutes Miteinander, dass wir die einhalten und dann passt es auch. Und wenn die das ändern, diese paar Situationen im Alltag, auf einmal merken sie, wow, das verändert alles. Also so blöd, wie das klingt, umso klein und unwichtig euch die Situationen erscheinen, das gibt dem Hund Vertrauen darauf, dass ihr, was ihr meint, auch umsetzt. Ne? So nach dem Motto, wenn ich sage Essen, dann gibt es das Essen und fertig. Und nie irgendwie, wenn du das zu halb schon mal willst oder aus der Tür rausrammeln wie so ein Idiot. Gibt so viele Situationen. Oder auch, haben wir euch auch schon mal gezeigt, mit der Ivy, wenn die Ivy zu hibbelig ist beim Geschirr anziehen, dann soll sie sich halt mal hinsetzen. Das sind Situationen, wo euer Hund weiß, okay, wenn ihr es ernst meint, setzt es durch, aber ihr gebt nie sinnlos dauernd irgendwelche doofen Kommandos. Also wenn das irgendwie nasse Untergrund ist, Schlamm und der Hund soll sich hinsetzen, warum? Nass, kalt, eisig im Winter, der Hund soll auf einmal Platz machen, warum? Ist alles eigentlich, finde ich, eurem Hund unfair gegenüber, wird aber viel propagiert, der Hund muss immer auf euch hören und so weiter und so fort. Und damit macht euch unglaubwürdig. Also von daher nicht irgendwas Sinnloses trainieren, sondern einfach all diese Erziehung im Alltag einbauen. So macht ihr es ja im Endeffekt auch wieder mit euren Kids. Ne? Wenn ihr am Essenstisch setzt, sagt ihr auch, komm, wir fangen erst an, wenn alle da sind. Weil ist ja sonst schade, wenn euer Kind schon fertig ist mit Essen und ihr fangt gerade erst an. Ist ja auch doof. Also sagt ihr auch, komm, wir machen zusammen das Essen, wir decken zusammen den Tisch, dann setzen wir uns zusammen hin, dann essen wir zum Beispiel. Also gibt es ja auch so verschiedene kleine Regeln, die euer Kind nie einschränken in irgendeiner Freiheit oder euer Kind irgendwie autoritativ oder was auch immer, ja, sag ich mal, eingreifen in die, was weiß ich, wie es da alles gibt, diese anti-autoritäre Erziehungssachen, was da alles so für Wörter durch den Raum springen, sondern es ist einfach ein schönes Miteinander. Und so ist es bei eurem Hundi auch. Wenn der einfach weiß, okay, so läuft der Hase, ich kann mich in diesen Regeln super frei entfalten, habe hier zum Beispiel die ganze Wiese, ich soll nur nicht über diese doofe Brücke laufen, fertig ist, dann kann er sich dran halten. Auch ein gutes Beispiel, wenn der Hund zum Beispiel, ihr sitzt am Tisch und ihr wollt essen und der Hund kommt und bettelt. Oder ihr sitzt am Tisch und arbeitet, was bei mir jetzt manchmal vorkommt. Und die Rebin sagt, hey, komm, streichel mich, ich hab voll Bock drauf. Dann ist das nicht gleich, oh mein Gott, der böse, böse Hund und sofort, wow. Sondern haltet einfach immer so ein bisschen eure Stimmung ruhig. Dann sage ich, du Rebin, du, ich arbeite jetzt, geh mal bitte, es tut mir leid, ich kann gerade nicht. Ich muss jetzt arbeiten, tut mir leid. Nein. Jetzt macht die Rebin genau das. Sie fordert mich auf, hey, hast du Bock, mich zu streicheln? Ja, jetzt habe ich ehrlich gesagt Bock und Zeit zu streicheln, weil es stört mich ja jetzt gerade nicht. Also streichle ich ihr Bäuchlein. Wenn ich jetzt sagen würde, nee, Rebin, tut mir leid, hab keinen Bock, muss das die Rebin auch akzeptieren. Da gibt es ein-, zweimal so ein Du-Nein, lass mich mal bitte zufrieden. Und wenn es beim dritten Mal immer noch nie klappt, dann sagen wir, hey, Abmarsch. Und dann suchen sich die Hunde halt irgendwo, ob sie jetzt ins Hundebett gehen oder ins Fenster legen, an die Terrasse oder in die Hundehöhle. Gibt ja verschiedenste Platzmöglichkeiten, wo der Hund sich hinlegen will. Er soll sich halt erstmal jetzt von mir separieren. Das wissen die Hunde dann auch, wenn ich dann sage, jetzt hau ab, dass ich das ernst meine. Und dann wissen sie auch, okay, jetzt will sie kurz ihre Ruhe haben. Ist auch völlig in Ordnung. Ihr tut eurem Hund damit nie irgendwie in irgendeiner Weise wieder verletzen und auch die Gefühle verletzen, weil wenn ihr Situationen habt, wo ihr auf euren Hund eingeht, euer Hund darf auch einfordern, ich möchte jetzt gestreichelt werden. Und ab und zu passt das halt bei euch und dann solltet ihr das auch machen. Weil wieder andersrum, von eurem Hund aus gesehen, ist es auch ein totales Irrtumszeug, was viele auch immer noch propagieren in irgendwelchen Hundeschulen, was totaler Blödsinn ist, dass nur ihr bestimmt, wenn gestreichelt und geknuddelt werden darf. Das ist totaler Blödsinn. Der Hund hat genauso das Recht zu sagen, hey du, ich hätte jetzt Bock zum Knuddeln, wie sieht's aus? Das machen ja auch die Hunde untereinander. Die kommen zueinander, sagen, hey, hast du Lust zum Spielen? Und entweder heißt es ja oder nein. Wenn derjenige aber immer nur nein sagt, hast du irgendwann gar keinen Bock mehr mit dem zu spielen, weil das ist ja so ein Miesmuffel. Und genauso ist es mit Kuscheln. Die Rebin fragt dann auch, hey Kiko, wie sieht's aus mit Kuscheln? Und Kiko sagt entweder ja oder nee, hau bloß ab, ich will jetzt meine Ruhe haben. Und von daher
findet da immer so ein bisschen den Weg zu euch selber. Wie würde ich mich fühlen? Auch wenn das viele nicht verstehen, den Vergleich zwischen Mensch und Hund, aber da gibt es ganz viele Vergleiche. Also von daher, setzt einfach im Alltag eure Grenzen, setzt im Alltag gewisse kleine Regeln auf und mehr Erziehung brauchst du eigentlich nicht. Also viele sagen immer so, wow, wie kriegt ihr das mit den Hunden hin? Und das hört, die hören alle so gut, die laufen alle frei, die rennen einfach nie auf die Straße, die sind einfach so gut erzogen. Wie macht ihr das? Geht ihr in die Hundeschule? Wir waren mit keinem dieser Hunde in irgendeiner Hundeschule. Das ist einfach der Alltag. Jeden Tag aufs Neue wissen die Hunde, okay, so sind die Regeln. Manchmal probiere ich da so ein bisschen über die Stränge zu schlagen, dann heißt es, hau bloß ab. Und dann haue ich halt ab oder kriege einen kurzen Rüffel und dann läuft es wieder. Wenn ihr Fragen zum Thema habt, schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr sagt, ja, ich habe jetzt da irgendwie ganz andere Erfahrungen, schreibt es auch mal in die Kommentare. Probiert es gerne mal aus. Ihr braucht nicht unbedingt irgendwie, wie gesagt, eine Zeit, wo ihr die Hunde erzieht, sondern es läuft einfach im Alltag. Wie seht ihr das? Schreibt es auch mal rein. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit euren Hundis. Genießt einfach so ein bisschen das Leben, das Miteinander. Umso mehr ihr miteinander unternehmt oder erlebt, umso mehr schweißt ihr euch als Team zusammen. Das heißt, wenn ihr halt nur eine halbe Stunde am Tag Zeit habt, könnt ihr halt auch nie erwarten, dass euer Hund eine super Bindung mit euch hat und ihr durch dick und dünn geht und er alles macht, was ihr sagt, ist auch nicht Sinn der Sache. Ihr habt ja immer noch ein Lebewesen und kein Tamagotchi da an der Hand. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Die haben ihren eigenen Charakter. Jeder Hund ist ein bisschen anders. Aber bei all den Charakteren können wir euch sagen, so funktioniert es echt super mit dem Alltagserziehungsgedanken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hä, du kleines Schrumpelchen. Schrumpel, schrumpel, schrumpel. Oh, du musst unbedingt mal die Rehwin von oben filmen, die ist so süß. Tut die Akira gerade wieder Zecken absammeln? Oh. Unsere Zeckenlady. Oh, guck dir das an. Es gibt da nichts Süßeres als so ein Rehwin. Oh. Oh, aufgehört? Oh, aufhören ist nicht.